Katholiker. Nein, nein, da vergesse ich. Ja. Na, ich habe schon den rechten Glaube. Ja. Ja. Der glaubt ja an nichts. Nein, aber was nochmal spannend ist, was war dann die Aufgabe von deinem Vater zum Beispiel hier und deine mein Eltern? Mein Vater war. Was war der von Haus aus? Der war Viehkaufmann, also er hat Vieh importiert nach Deutschland, von Bayern Vieh geholt nach Baden-Württemberg. Also da war auch Viehhändler, wie man sagt. Und hier hat er eine Kuhstall gegründet und hier war einer der größten Kuhställe in Israel, in Schaffizion, ja. Und mit was für Vieh hat er das aufgebaut? Wir haben eine eigene Rasse gegründet. Wie habt ihr das hingekriegt? Ich kenne mich da nicht aus. Landwirtschaft und Viehzucht. Wir haben das eingekauft und dann gekreuzt, ja. Richtig. Die hiesige Rasse ist ganz minderwertig, die wir aber hatten. Die ist ganz minderwertig. Mhm. Die ist bodenständig, widerständig gegen die Krankheiten, aber ganz wenig Ertrag. Eine Kuh wiegt 150 Kilo. Und, kaum Milch, kaum Fleisch. Fette Milch, ja, ganz primitiv. Und das war ein Kreuzen. Aber die Vieh, was man importiert hat, ist alles eingegangen. Mhm. Und Krankheiten, Malaria. Und da haben wir eingekreuzt und gekreuzt und gezüchtet. Und was ich jetzt sage, ist von Viehzucht, weil ich hatte mit Viehzucht zu tun und war Großtierpraktiker. Aber auf allen Gebieten, innerhalb von 20, 30 Jahren, wurden wir auf allen Gebieten Weltmeister. Jetzt hier von Zion aus? Im Land. Aha. Wir im Land sind an Leistung. Weltmeister. Viehzucht, Fischzucht, Anbau, also so fortschrittlich in Landwirtschaft haben wir gehört. Es war vor, wenn man in Deutschland an Fakultäten studiert hat, wurde immer Israel genannt, was die haben. Zum Beispiel, wir sind Weltmeister in Milchleistung, seit 40 Jahren sind wir schon Weltmeister. Oh, und das war hier in? Auch in Land. Ach so, ja. In Deutschland jetzt, wo großer Fortschritt ist der Milchwirtschaft, ja. Sind sie vielleicht jetzt auf 6.000, 7.000 Liter Milch pro Kilo pro Kuh? Wir haben 12.000. Das gibt es nicht auf der Welt, nicht in Amerika und nicht in Kanada. Auch in der medizinischen Forschung. Aber in kürzester Zeit haben wir erreicht. Ob das richtig ist oder gut ist, ist ein anderes Thema. Dieses nach Leistung zu streben, hat für oder dagegen, ich will nicht sagen. Ich will nur sagen, wenn du gefragt hast, was ist die Milchwirtschaft? Weltmeister sind wir in Israel in Leistung pro Kuh und Jahr. An erster Stelle auf der Welt seit vielen Jahren. Ja. Und zwar ist die Einkreuzung, ostfriesisches Rind. Diese gefleckten Dinger da. Ja, die schwarz-weißen. Mhm. Mit der Einheimischen. Also eine neue Rasse entstanden. Jetzt ist die Einheimische gibt es nicht mehr, aber der Grund, damit sie Boden stellt. Und die Medizin ist selbstverständlich auch besser heute, aber die Krankheit, die es damals gegeben hat und Vieh umgebracht hat, naja, gibt es nicht mehr. Total schade. Ja. Und wie oft hat man da Ent reingeholt? Wo kam das Futter her? Das musste alles erst organisiert werden. Ja, oh Mann. Ja, musste alles gemacht werden, nicht das Futter für die Kühe. Die Straßen mussten gebaut werden, die Kreuzung, die Eisenbahn, die Einrichtung, das Gesundheitswesen, alles musste auf dem alles hat nichts übernommen. Alles musste von der Pike auf, alles unter Krieg, unter riesigen Einwanderungen. Und auch heute, wenn sie, die Leute leben in Euphorie, weil die glauben, wir sind in Amerika, ja? Nee, das ist nicht, kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wann warst du das letzte Mal in Deutschland? Im Sommer. Du fährst regelmäßig noch hin? Wie Jahre bin ich jetzt, 2 Monate im Sommer in Deutschland. Wenn hier jetzt im Sommer zu feucht ist. Ja, ist das. Also, und ja. Wo bist du dann? Am Bodensee. Hat das was mit der Frau zu tun? Nein, oder? Meine Frau ist nicht vom Bodensee. Meine Frau kommt aus Dresden, von Osten, von Moritzburg. Aus Dresden, sag mal. Ja, aus Moritzburg. Ja. Lebt deine Frau noch? Ja, sie ist jünger als ich, 10 Jahre. Also, die lebt nach mir auch 10 Jahre. Aber es ist keine Jüdin. Keine Jüdin. Ja, ob sie will. Das ist für uns nicht so wichtig. Ja, kein Thema. Ja.
Und wo am Bodensee? Ja? Bei der Gelbfüßler oder bei der Bayern? Wo bist du am Bodensee? Auf der Grenze. Auf der Grenze. In Kreisbronn? Kreisbronn ist aber schwäbisch. Aber in Kreisbronn geht die Grenze durch. Echt? Ja. Bei den Bauern nebenan, die Plantage sagt, von dieser Seite von Sträßle, Adäpfel, ja, da ist das ist Bayern. Das ist, ja. Kreisbronn, also nicht weit, Lindau ist Bayern, das stimmt schon. Ja. Aber da fahren wir nicht hin. Ist ein Zorn kein drin. Lindau geht vor, gell? Also ich meine, ist dort schwäbisch. Gell? Ja. Und die Verbindung zu Rexing? Ja, Heinz und Barbara, die sind. Ja, schon. Ah, ja. Ist ja selbstverständlich. Aber deine Verbindung jetzt, also als Kind warst du da oft in Rexing? Ich war in Rexing, mein Vater war da, aber ich nicht so oft. Ich kannte Rexing. Meine Großmutter hat da gewohnt, ja. Ja, seid ihr da auch zum Gottesdienst hin bei hohen Feiertagen? Weil ja, Hauptbücklingen ging ja relativ gut mit dem Zug zu fahren. Ah, mein Vater hat auch einen Mercedes gehabt, so mit dem Zug fahren. Ich bin nie nach Rexing gefahren mit dem Zug. Na gut, da hätten wir auch noch mal 4 Kilometer laufen müssen, so 5 vom Bahnhof. Weiß ich nicht, jedenfalls weiß ich genau, wie meine Großmutter immer gezittert hat, dass mein Vater vor Schabbateingang da ist, damit er den Schabbat nicht verletzt. Ja. Also seid ihr regelmäßig dann? Nein, nicht so oft. Vielleicht mehr in die Schweiz, meine Mutter stammte aus der Schweiz, aus Zürich. Ja, ja, das war fast gleich weit, ne? Ja. Ja, ja. Da ging ich nicht so heilig zu, meine Eltern waren nicht so. Mein Vater war schon gläubig. Und meine Großmutter war sehr religiös, aber von der nächsten Generation keine Rede. Religion ist kein Thema bei uns. Ja, das fand ich sehr.